Standard, das sind etwas kleinere Maschinen. Danach kommt nochmal ein PD600 mit einem Sonderaufbau, da gehen wir nachher auch nochmal näher drauf ein. Dann folgt ein Bison X. Das ist auch wieder ein relativ spezielles Fahrzeug, also nicht so für das Geschützenpflege eingesetzt. Und dann folgen unsere Rentner oder Oldtimer, wie wir so das könnte sagen. Das sind zwei PD200. Damit wurde in den 80er Jahren die Piste präpariert. Die anderen Modelle sind heute noch alle top aktuell und somit alle noch auf den Pisten zu Hause. Diese alten Pistenbullen sind sehr selten geworden. Und jedes hier und da haben kleinere Skigebiete das Ganze noch. Oder aber die großen Lift-Unternehmen haben solche Raufen noch in der Garage stehen und zu zeigen, wie dann das angefangen hat. Wir fahren hier also alle mit Modellen, die es zum Teil in den 80er Jahren zu kaufen gab, wie die beiden letzten. Aber auch mit ganz neu auf dem Markt der hessischen Pistenraufen. Dank eines Kleinserienherstellers ist es also wieder möglich, Pistenraufen aktuell zu kaufen, zu bauen. Das ist die Firma Pisten, die auch hier auf der Messe ist. Die hat uns also ermöglicht, unser spezielles Hobby problemlos weiterzumachen. Was uns sehr schwer war, weil wir mussten auf Fahrwerke aus den 80er Jahren zurückgreifen, den Kunststoff, der 30 Jahre lang gelegen hat, wird spröde und nicht sehr schnell. Es war also nicht so einfach, da was rauszubauen. Wenn dann diese großen Flächen fertig präpariert sind, dann gibt es für die ein oder andere Raufe eine Sonderaufgabe. Wir haben also Zusatzfunktionen verbaut. Wir haben ja also zwei oder drei Raufen auf dem Parcours. Die haben noch Aufbauten hinten drauf. Bei dem einen erkennt man ganz klar, das ist ein Ladekran. Und bei den zwei anderen würden wir jetzt da noch mal aufwarten, das ist ein Kran. Nein, das ist eine Seilwinde. Mit dieser Seilwinde ist es möglich, die Steilgelände Schnee dann aufzuschieben. Von der Steigfähigkeit für den Pistenbully ist das ganz egal. Er hat nahezu 100% Steigfähigkeit, kann dabei aber keinen Schnee mehr auf den Berg schieben. Durch die Unterstützung der Winde, die ihm zusätzliche Zugkraft gibt, ist es also möglich, dass er den Schnee heutzutage auch bergauf schieben kann. Das war früher nicht so. Früher war es also so, im Frühjahr war der Berg grün und das Tal weiß, weil der Schnee jeden Abend ins Tal geschoben worden ist auf der Piste. Dann fuhr man außen wieder rum auf einer leichten Steigung und den Schnee wieder in den Berg geschieben. Unser Kollege hat sich jetzt also einen Ankerpunkt gesucht, wie hier zum Beispiel diese Seilbahnmast. Das können aber auch große Bäume sein oder Felsen, wo Anker reingetrieben worden sind. Wenn man diese Winde einhängt, ist es also sehr, sehr gefährlich, dann noch als Skifahrer sich auf der Piste zu bewegen. Deshalb wird nachts präpariert. Es ist also so, es sind bis zu 1,5 Kilometer Seil auf dieser Trommel. Und wenn er ins Tal fährt, verschwinden die Seile im Schnee. Wir können das jetzt hier gleich sehr schön auf diesem Hügel demonstrieren. Das Seil versinkt im Schnee und der Skifahrer, der in der Dämmerung dann den Berg runterkommt, sieht dieses Seil nicht. Und wenn er gerade in diesem Moment über das Seil fährt und die Pistenraufe unten sich bewegt, schlägt dieses Seil mit über 15 Tonnen Gewicht zu. Und für den Skifahrer ist es eigentlich chancenlos, da lebend rauszukommen. Man sieht das hier jetzt schon, wie das Seil durch diesen Berg wandert und den Berg beschneidet. Das macht den richtigen Schnee auch. Da ist es also richtig gesprungen gerade. Und dann hängen da über 15 Tonnen Last dran. Da kann man also sich vorstellen, was passiert, wenn man da drüber fährt. Das ist auch der Grund, warum nachts, eigentlich nur noch nachts repariert wird. Hier ist es also auch so, diese Winde, die er hier hat, die ist sogar angetrieben. Jetzt hat man wieder schön die Schwingung gesehen vom Seil. Hat ungefähr 2 Kilo Zugkraft. Dadurch ist es ihm auch möglich, problemlos über diesen Hügel zu kommen. Die eine oder andere Raupe von uns würde jetzt schon dann versinken, aber er schafft es immer noch problemlos, da drüber zu kommen. Davon haben wir also, wie gesagt, 2 Fahrzeuge im Moment im Einsatz. Und diese 4 Tonnen Zusatzlast, die diese Linie bringt, ermöglicht es, also schnell bergauf zu schieben. Das kann er machen. Wir haben ja noch ein drittes Sonderfahrzeug, der hat hinten diesen Kran drauf. Das ist also auch keine Spielerei von uns, sondern das gibt es wirklich. Weil es ist immer wieder so, dass in den Skigebieten auch Lüfte repariert werden müssen. Aber wenn Schnee liegt, gibt es also kein
So, man sieht hier schön gerade, also der Kollege versucht hier bergauf zu kommen, da hat er also keine Chance. Und jetzt geht der Kollege mit der Winde da drauf und er kommt problemlos so. Er versucht sich jetzt erstmal, glaube ich, ohne Winde, dass man sieht, was er gesehen, dass er es nicht schafft. Ja, und jetzt schaltet er gleich die Winde zu. Jetzt hat er Spannung auf der Winde und jetzt kommt er also problemlos über diesen Hügel, wo er die Winde nochmal rüberzieht. Jetzt hat er also hier unten den Kran, er hat also jetzt gerade Kranteile geladen und klettert mit jetzt gleich zu einer Säuberungsstation Retterwegwiese. Das ist also, damit man auch im Winter arbeiten kann an Masten, weil einen Kran bekommt man im Winter nicht über die Skipiste irgendwo hin. Das ist auch ein Sonderfahrzeug, was normalerweise nicht zur Pistenstation eingesetzt wird, sondern halt für diese Sonderaufgaben. Es gibt auch noch Raupen, da ist ein Bagger drauf montiert, um irgendwelche Erdarbeiten durchzuführen, in der Regel in Gletschergebieten eingesetzt, damit in den Gletschergebieten wandern halt durch das ewige Eis auch die Schützen ein bisschen nachjustiert werden. Dann haben wir hier noch einen grünen Pistenbulli durch die Gegend laufen. Das ist also auch keine Fantasiefarbe von uns, sondern das ist in Wirklichkeit ein Sonderfahrzeug. Das ist nämlich wie bei uns hier Modell rein elektrisch betrieben. Das heißt, die Ketten werden mit Elektromotoren, das wird auch mit Akkus. Aber da ist die Technik im Elektro, das ist dann leider noch nicht so weit, dass sie effizient zu den anderen Fahrzeugen mithalten können. Da ist es also so, die Pistenraupen verfügen über 580 PS im Durchschnitt. Diese 580 PS verteilen sich. Diese 580 PS verteilen sich auf drei Hydraulikpumpen. Zwei Hydraulikpumpen treiben die Ketten rechts und links an und die dritte Hydraulikpumpe treibt die Fräse hinten an. So ist also die Gewichtsverteilung. Dann jetzt der Kollege mit der Winde mal unseren Schneehügel freigibt, könnten wir die zwei anderen Sonderbullis noch mal vorführen. Das ist nämlich einmal der silberne Witz, der gerade hier rauf fährt. Das ist ein sogenannter Prinot Bison X. Ja, der hat gigantische Verstellwege von seinem Schild her. Damit werden heutzutage die Funparks produziert und hergestellt. Dafür braucht man also sehr, sehr große Wege, um halt diese Rundungen hinzubekommen. Davon haben wir auch noch ein zweites Modell, der fährt jetzt hier auch gerade auf dem Berg. Der kann sein Schild auch extrem weit verstellen. Das ist ein PB 400, das nennt sich Par Pro. Interessant ist vielleicht, wenn man diese beiden jetzt hier oben sieht. Der silberne arbeitet komplett mit Hydraulik. Der rote macht das Ganze über Servo. Es ist also auch möglich, eine echte Hydraulik einzubauen, aber man kann das Ganze auch über Servos machen. Es ist also sehr, sehr viel möglich in diesem Bereich. Und von den Beweglichkeiten her merkt man eigentlich keinen Unterschied. Das Einzige, man würde es hören, dass nämlich in den silbernen die Hydraulikpumpe läuft. Ansonsten würde man nicht merken. Das ist also der einzige Unterschied zu diesen beiden. Aber ansonsten können die beide sehr, sehr weit und schneller verstellen, was die normalen Pistenraupen in Wirklichkeit nicht können. Jetzt sagt sich jeder, ja, Pistenraupen kennt man aus dem Skigebiet, der Piste reparieren. Aber das ist gar nicht die entscheidende Entstehung der Pistenraupe, denn der Ursprung kommt von so ganz, ganz woanders her, nämlich nicht aus dem Skifahrbereich. Der Ursprung kommt von der Schweizer Armee. Die hatten das Problem, in hochalpinen Lagen ihre Soldaten und Material zu transportieren, weil Kettenfahrzeuge und Panzer im Krieg ziemlich direkt rechts kamen. Und so hat die Schweizer Armee ein Fahrzeug entwickelt, ein Kettenlaufwerk mit sehr, sehr breiten Ketten. Dadurch ist die Auflagefläche sehr, sehr groß, das Fahrzeug versinkt kaum. Und so konnten sie in hochalpinen Lagen dann halt ihr Material transportieren. Der Nebeneffekt dabei war halt, dass man feststellte, wo die Raupe drüber gefahren ist, ist der Schnee verdichtet. Und somit war es angenehmer zu Skifahren. Man kann also nicht nur Naturschnee und Kuppeln fahren, sondern auch eine gerade Piste. Und da ging die Entwicklung immer weiter. Es war mal so, früher gab es unzählige Hersteller von Pistenraupen. Dann kamen die ersten Schilder auf, ganz normal, nur eine Blechplatte, die man runterstellen konnte, zum Planieren. Dann hatte man Nachlaufeinrichtungen installiert, um das Profil der Kette verschwinden zu lassen. Das war eigentlich auch nur eine Blechplatte oder ein
ein Brett hinten dran, um das Blatt zu räumen, hinten dann noch eine Walze, um die Mitte auch noch weit zu walzen. Und heutzutage ist es also so, dass hinten dran Fräsen laufen. Da sind also Wellen hinten drin mit Zähnen, die den Schnee durchmischen und lockern. Und er dann angepresst wird über die Finisher hinten mit einem gewissen Druck, dass halt die Piste wieder schön fest, kräftig und gleichmäßig wird. Man hat hier auch bei dem einen Kollegen gehört, man hat also kaum drin, das ist dann so sehr viel, was man da alles machen kann. Dann haben wir noch ein weiteres Modell hier. Adrian, würdest du den Hügel dann räumen? Wir haben noch ein Modell im Maßstab 1 zu 8 hier. Und zwar einen Trinos Leitwolf. Das ist noch ein kompletter Eigenbau. Wir sind seit 3 Jahren im Bau. Da waren also noch ein, zwei Jährchen, bis er komplett ist. Und zwar wird die Schildansteuerung vorne dazu gekommen, hier funktioniert und das Schild. Da ist es auch wieder so, es ist ein kompletter Eigenbau, davon gibt es nichts zu kaufen. Und er hat natürlich eine ganz andere Leistung als unsere Modelle in 1 zu 12. Ich hätte damit jetzt gerne noch die eine oder andere Runde. Es ist also so, dass unsere Raupen hier auch komplett im richtigen Schnee fahren können. Also keiner von uns baut eine Raupe nur, um uns reinzutrainieren. Hier drin zu fahren, sondern die sind alle zu 100% schneetauglich. Und wir treffen uns auch im Winter irgendwo zum gemeinsamen Raupen fahren. Und setzt die dann im richtigen Schnee. Das spielt auch keine Rolle, wie kalt es ist, weil wir damit keine Probleme haben. In der Regel ist es so, der Akku hat eigentlich noch Leistung, aber einem selber ist kalt. Auch die Hydrauliken funktionieren im Winter sehr gut, da ist also auch nicht das Problem mit der Hydraulik. Dann haben wir auch noch Modelle in einem Flächen, also da gibt es Laufen. Aber wir haben noch andere Winterdienstfahrzeuge dabei, denn im hochalpinen Gelände gibt es noch andere Probleme außer Skipisten. Da hat nämlich das Problem, die ganzen Passstraßen müssen auch wieder freigemacht werden vom Schnee. Auf dem Zugstrecken ist das kein Problem, weil man sehr große Schneeschleudern hat, die sich dann durch den Schnee fräsen, aber auf den Straßen ist es halt problematischer. Also ist man früher hingegangen und hat das mit Baggern und Planierraupen gemacht, um die Straßen frei zu räumen. Aber da gab es dann auch wieder findige Entwickler, die es dann zustande gebracht haben, sogenannte Schneeschleudern zu bauen. Und wir haben hier einen Schweizer Kollegen, der hat uns also auch Schneeschleudern mitgebracht, die wir dann jetzt auch gleich mal zeigen wollen. Die Kollegen aus der Schweiz fangen also jetzt an, ihre Schneeschleudern anzuwerfen. Da gibt es also auch wieder jede Menge verschiedene Arten von Schneeschleudern. Er hat uns jetzt drei mitgebracht, zwei wollen wir jetzt mal vorführen. Bei den Modellen ist es also auch wieder so, es sind komplette Eigenbauten, es gibt nichts zu kaufen. Also es war sehr viel Interesse und sonstiges dabei, um das Ganze hinzubauen. Und ich denke, es fängt an mit der Räuber Zauf 600. Also diese Fahrzeuge sind auch nur für diesen speziellen Einsatz gedacht, um halt die Straßen freizuräumen. Vielleicht mal so ein paar Daten. Bei dem Modell und auch beim Original ist es so, Fahrzeug verfügt über Allradlenkung, Allradantrieb. Die Funktionen vorne von der Schleuder werden hydraulisch gesteuert, die Fräse zweistufig. Und wir haben also bei diesem Fahrzeug im Original eine Motorleistung von etwa 280 PS. Und er hat in seinem Modell eine Leistung von 2,5 PS vorne auf seiner Schleuder. Und ich also hat jetzt die Schleuder angeworfen und hochgefahren. Und er kann damit hier also auch problemlos unseren Schnee bewegen. Er hat einen sogenannten Weitauswurfschacht. Den hat er jetzt also gerade offen. Damit kann er den Schnee sehr, sehr weit schleudern, auch wie im Original halt, um halt, wenn man an der Passstraße fährt, den Schnee ins Tal zu bekommen, weit weg von der Straße. Da hat er also diese Möglichkeit über diese Seitenschleuderfunktion,
kann er diesen Schnee problemlos weit, weit wegschmeißen. Er kann dann zusätzlich noch, wenn es nachher erforderlich ist, einen sogenannten Kamin davor schalten. Das ist oben das Teil. Das hat die andere Fräse auch, diese zwei Kamine. Und er kann dadurch ganz gezielt den Schnee in gewisse Richtungen bringen oder dann auch auf einen LKW und damit einen LKW beladen, um den Schnee wegzufahren. So, jetzt hat dieses Fahrzeug noch eine Besonderheit. Wenn der Schnee nämlich zu hoch ist und der Fahrer sieht nichts, wo er reinfährt, da hat er eigentlich keine Probleme, er fährt nämlich seine Kabine hoch. Wenn er seine Kabine nicht hochfahren wollte. Doch, jetzt da. Und er hat seine Kabine hochgefahren, damit er dann also eine bessere Sicht hat. Und das ist im Original wie das Auto. Dadurch hat er dann die Möglichkeit. Ich glaube, jetzt hat er wieder etwas Schnee geschluckt. Ja, bei dem Kunstschnee hier ist es so, die größten Verhältnisse von unserem Schnee in den Modellen, die stimmt leider nicht. Und dadurch verstopfen auch hier unsere Schleudern. Man muss sich also vorstellen, wenn es jetzt draußen Tischtennisbälle schneit, dann hat man ungefähr die Größe, womit unsere Fahrzeuge zurechtkommen müssen. Deshalb kommt das also immer wieder vor, dass mal was verstopft. Aber das ist kein Problem, weil es Gott sei Dank nicht schmilzt. Ich werde mir vielleicht auch was zu diesem Schnee sagen. Also dieser Schnee kommt aus der Filmindustrie. Er wird in sehr, sehr vielen Produktionen eingesetzt. In großen Filmproduktionen auch. Für Winterlandschaften und Schneieffekte wird also dieser Schnee auch eingesetzt. Er hat den offiziellen Namen Low Sensitive Polyethylen. Aber ich sag mal zu Deutsch ganz einfach, es ist Kunststoffplatte, die geschreddert wird. Das ist noch eine Besonderheit dann bei diesem Low Sensitive. Das heißt, es ist antistatisch. Wir könnten also hier problemlos die Modelle umschieben und wieder rausfahren und das bleibt nichts dran haften. Es ist also nicht so wie Styroporkugeln, da ist es der Faktor, bei Styroporkugeln würden sich jetzt alles schön an den Fahrzeugen heften. Aber das Wichtigste da an diesem Schnee ist, wenn auch hier lange gesucht ist, sowas gefunden haben. Wir sind hier in einer Halle, in einer großen Halle. Und dieser Schnee hat auch eine extra Zulassung, vor allem für den Brandfall. Sonst hätten wir diesen Schnee hier gar nicht hinbringen dürfen und damit arbeiten dürfen. Dann haben wir hier auch noch mehrere Seilbahnen am Laufen. Nämlich drei an der Zahl, wir haben eine sogenannte Luftseilbahn oder Pendelbahn, dann haben wir einen Sessel.